Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video zeige ich dir eine Übungsmethode, die ich viele Jahre lang gemacht habe und die aus unerklärlichen Gründen irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten ist. Und letzte Woche habe ich sie wieder entdeckt und ich möchte sie dir nicht vorenthalten. Falls du also daran interessiert bist, bleib dran. Mein Name ist Jasmin Schmid, ich bin Sängerin und Vocal Coach für modernen Gesang. Ich selber singe seit 38 Jahren und diese Zeit habe ich natürlich ganz viele verschiedene Sachen gemacht und ausprobiert. Wie ich diese Methode wiederentdeckt habe, diese Geschichte möchte ich dir auch kurz erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, dass wenn du in unterschiedlichen Sprachen singst, dass jede Sprache einen anderen Einfluss auf deine Stimme und deinen Klang hat. Und das wäre auch schon mein erster Tipp. Probier mal ganz verschiedene Sprachen aus, in denen du singst, denn jede Sprache macht was anderes mit deiner Stimme und deinem Stimmklang. Die Schülerin letzte Woche, sie ist sehr, wenn sie französische Songs gesungen hat, das war einfach so unglaublich, was die französische Sprache mit ihrer Stimme gemacht hat. Also ihre Stimme plus die französische Sprache, wirklich ein absoluter Match. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach ganz, ganz vielen französischen Popsongs. Denn ja, Englisch ist ja so die Pop-Sprache und es gibt tausende Millionen von englischen Popsongs und ich kenne auch die meisten auf Englisch und habe mich mal wieder richtig so durch die ganze französische Pop-Welt durchgegraben. Und da bin ich auf eine CD von Céline Dion gekommen, die sie 1998 veröffentlicht hat, Si tu m'aimes encore, wo sie alles französische Songs drauf hat. Dort drauf hat es ein Lied, welches mir schon immer sehr gefallen hat, und das heißt Papillon. Und Papillon heißt Schmetterling. Falls du auf der Suche nach einem schönen französischen Song bist, dann hör doch mal in diesen Song Papillon rein. Ich verlinke ihn dir unten in der Infobox. Und dann habe ich also, ich habe eine riesige Notensammlung, dann ich habe gewusst, dass ich die Noten von diesem Album Si tu m'aimes encore habe. Und zwar, damals hat man noch ganze Songbooks gekauft, also ich habe dieses Songbook. Und ja, habe mich da ein bisschen durchgegraben. Und in diesem Songbook hat es auch viele Bilder von Céline Dion aus dem Studio und so weiter. Und dieses Bild möchte ich dir gerne zeigen. Also bei Papillon findet man von Céline Dion dieses Bild, wie sie da so in der Ecke steht, sich abstützt mit den Händen und in diese Ecke singt. Ich hoffe, du siehst das deutlich auch im Video. Und das ist auch schon die Methode, die ich dir gerne heute mit auf den Weg geben möchte. Ich habe früher sehr häufig an der Wand oder eben in einer Ecke gesungen. Wenn du magst, kannst du nachher auch das Video pausieren und es gleich mal ausprobieren. Also, du stehst entweder an einer Wand, eine gerade Wand. Ich mache jetzt das, damit du mich siehst, nicht. Und du darfst wirklich recht nahe gehen, also 10, 15 cm nah an die Wand. Und du singst an diese Wand. Und du wirst merken, dass du dich viel besser hörst und kontrollieren kannst, weil das so wie der Schall kommt zurück und reflektiert. Also du hörst dich sehr gut und dadurch kommst du auch sehr gut in deine oberen Resonanzräume. Du kannst es eben an der Wand machen oder du kannst auch in eine Ecke singen. Und wenn du so in die Ecke singst, dann würde ich so von der Ecke etwa 25 cm weggehen und in diese Ecke singen. Entweder stehst du nur da oder du kannst es so machen wie die Céline Dion, die sich da so schön abstützt. Wenn du magst, darfst du jetzt auch mal kurz das Video pausieren und das ausprobieren. 10-15 cm an die Wand oder etwa 25 cm in die Ecke und mal singen. So, falls du das ausprobiert hast und wieder zurück bist, dann bin ich sehr gespannt, was du so gehört hast, wie das ist, weil ich habe früher, wie gesagt, sehr häufig so geübt, weil es ist sehr einfach, sich gut zu kontrollieren und eben in diese oberen Resonanzräume zu kommen. Ich finde es super zum Einsingen, ich finde es sehr angenehm, wenn man sich so gut hört. Oder auch, wenn du mal einen Tag hast, wo deine Stimme so, ja, sich so wie nicht so ganz frei anfühlt, da bin ich immer sehr gut reingekommen, wie gesagt, Wand oder Ecke. Und eben als ich dann dieses Bild von Papillon gesehen habe, dann ist mir das wieder in den Sinn gekommen, dass ich das früher sehr häufig gemacht habe. Und ich werde das ab jetzt wieder regelmäßiger tun, weil, also probiere es wirklich aus. Ich liebe das echt, mich so einzusingen, eben so nah an der Wand oder in der Ecke. Und man hört sich so gut und hat diesen ganzen Schall. Und so der letzte Ausschlag, dass ich dann dieses Video noch gemacht habe, ist, ich
schaue und höre mir jeden Morgen irgendein YouTube-Video an, meistens irgendein Video, welches mir gerade vorgeschlagen wird. Und heute wurde mir von Celine Dion das Video vorgeschlagen, I Will Sing Again. Das war auf CBC News. Ich glaube, wenn du I Will Sing Again Celine Dion eingibst, findest du es sofort. Das ist eine Reportage über Celine Dions Krankheit, dieses Stiff Person Syndrome, wo sie so über ihre Krankheitsgeschichte erzählt, was das auch so mit ihr macht und natürlich mit ihren Auftritten, die sie nicht hatte in letzter Zeit. Und ja, ich meine, sie ist ihr Leben lang auf der Bühne gestanden und es ist eine sehr berührende Dokumentation. Also wenn du diese Dokumentation noch nicht gesehen hast, I Will Sing Again Celine Dion, kann ich dir das sehr empfehlen. Und ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ich habe ja ein Einsingen à la Celine Dion auf meinem Kanal. Kann ich dir auch unten verlinken. Heißt irgendwie, ich sing dich ein wie Celine Dion oder so, wo sie zuerst in einer Talkshow erzählt, wie sie sich so einsingt oder was sie für Übungen macht. Und ich habe dann ein Video gemacht mit eben diesen Übungen. So, jetzt am besten hörst du dieses Video nicht nur zu, sondern falls du es noch nicht gemacht hast, dann mach das wirklich mal, steh an die Wand oder in die Ecke und sing. Und falls du wirklich so den deutlichsten Vorher-Nachher-Effekt hören möchtest, dann, wenn jetzt die Wand hier ist, mach das wirklich zuerst mal so, dass du gegen die Wand singst und dann drehst du dich 180 Grad um und singst weg von der Wand, dann hörst du wirklich, was für ein krasser Unterschied dass das ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du das findest, wenn du so Richtung Wand oder in die Ecke singst, wie sich das anfühlt, anhört, und du darfst mir es gerne unten in die Kommentare schreiben, wie diese Erfahrung für dich so war. Ich werde auf jeden Fall wieder so einsingen, weil ich finde es echt cool und wollte dir diesen Tipp nicht vorenthalten. Falls dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du das noch nachholst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.